Ora liebt dich. So ist der Claim der Marke mit dem Ausrufezeichen, nämlich Ora. Ora Funky Cat ist die genaue Bezeichnung dieses Modells. Und der steht heute mit mir hier vor der Kamera. Der Ora Funky Cat ist ein Kleinwagen aus China, voll elektrisch angetrieben. Im Fahrzeugboden steckt eine 64 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie, in unserem Fall, denn wir fahren den 400 Pro Plus, das heißt die Top-Variante, die Ora anbietet derzeit auf dem Markt. Es gibt aktuell auch nur ein Fahrzeug oder ein Modell in dem Fall vom Hersteller Ora. Dahinter versteckt sich übrigens der Great Wall Motor Konzern, ein großer chinesischer Autobauer, der mehrere Marken unter anderem auch im petto hat. Wir wollen aber heute mit dem Ora Funky Cat auf Verbrauchsrunde gehen. Bedeutet, wir fahren unsere immer gleiche Verbrauchsrunde ab mit dem Funky Cat. Bedeutet, 50% ist der Überlandanteil, 40% der Autobahnanteil mit VMAX 130 bei Elektrofahrzeugen und 10% ist der Stadtverkehranteil. Während der Fahrt erfahrt ihr natürlich wie immer alles Wichtige um den Ora Funky Cat. Bedeutet, wie fährt sich denn das vollelektrische Kleinwagenfahrzeug? Wie viel Platz bietet der Wagen denn? Welche Vor- und Nachteile hat er denn eigentlich? Wie sind denn so die Assistenzsysteme? Und am Ende werden wir natürlich auch klären, was kostet der Ora Funky Cat? Ist es ein günstiges Fahrzeug? Ist es ein teures Fahrzeug? Lohnt es sich denn, den Wagen zu kaufen? Wie effizient ist der Wagen? Vor allem, wie weit kommen wir mit der Antriebsbatterie unter Alltagsbedingungen? Und das ist meine persönliche Meinung, wird es dann auch noch on top geben. Wenn euch das Ganze jetzt gefällt, wenn ihr Interesse daran habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr heute mein Fahrgast seid und wir gemeinsam auf Verbrauchsrunde mit dem Ora Funky Cat gehen. Vergesst den Kanal nicht zu abonnieren, falls nicht schon getan, dem ganzen Video gerne ein Like zu geben und mir vor allem eure Meinung unten in der Kommentarbox zu hören. Hinterlassen, sodass wir am Ende des Videos auch über den Ora Funky Cat diskutieren können. Und jetzt würde ich sagen, steigen wir ein und reiten los und werden auch heute klären, wie viel Liebe der Ora uns schenkt. Wer von euch ist schon mal ein chinesisches Auto gefahren und wenn ja, welches und wie waren eure Erfahrungen? Das würde mich jetzt echt interessieren. Schreibt mir das mal gerade in die Kommentare und da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt auf eure Aussage, was ihr an Erfahrungen mit chinesischen Autos gemacht habt, wie sie so waren. Denn es ist ja immer so eine Geschichte, im Moment heißt es ja, chinesische Autos, da hat man immer im Hinterkopf, oh, die sind so billig, schlechte Verarbeitung, was soll denn das? Überhaupt billig im Einkauf, ist so ein Wegwerfprodukt. Das kommt mir im Moment nicht so vor und natürlich ist ja auch die große, große Angst aktuell vorhanden, dass die Chinesen hier unsere europäische und deutsche Wirtschaft kaputt machen. Es ist sicherlich ein harter und schwieriger Kampf, aber das war er damals auch, als die Japaner auf den Markt kamen, als die Koreaner auf den Markt kamen. Also in meinen Augen ist das jetzt halt harter Wettbewerb und den müssen halt immer Firmen sich stellen und dem müssen sie auch gewachsen sein. Und da ist natürlich die große Frage, wenn sie halt jetzt mit ihren Produkten kommen, dann müssen eben die Europäer und die deutschen Hersteller eben dessen gewappnet sein, müssen sich halt ordentlich auch aufstellen. Also jetzt schauen wir uns den Ora Funky Cat mal als Vertreter für diese chinesischen Elektrofahrzeuge an, die hier auf den Markt kommen, was er denn so kann. Zunächst einmal beim Ora Funky Cat fällt auf, der geht erst einmal einen ganz anderen Weg als viele andere chinesische Hersteller, denn er möchte vielmehr die Emotionen ansprechen, vielleicht sogar eher die weiblichere Klientel abholen mit diesem rundlichen, ja, Mini-Beetle-Design, was man hier hat, also eher so ein sehr freundliches Design. Der Wagen blickt auch freundlich durch diese cooler LED-Augen hier in die Welt hinein. Am Heck haben wir sehr, sehr cleane Optik und da kommt so ein eigenständiger Punkt rein, denn
Die Rückleuchten sind hier ein schmales Band, was sich oben in der Glasfläche verbirgt. Es gibt auch für das Öffnen und Schließen jeweils eine Welcome- oder Goodbye-Signatur, sowohl an der Front als auch am Heck und auch im Innenraum. All das ist so ein bisschen eben diesen emotionalen Part hier geschuldet, den man eben hier bei Ora hegt. Den emotionalen Part geht man aber auch über die Werbung. Hier geht man zum Beispiel an Fernsehwerbung sogar ran. Das ist interessant, im Gegensatz zur Online-Werbung, was viele ja nur noch machen. Und der Claim, den Ora hier hegt, der ist auch eben hoch emotional mit dem Thema Ora loves you. Und die Frage ist natürlich, wo will man dahin? Eher jugendliche Klientel holt man doch damit eher ab und vielleicht sogar eben, wie schon erwähnt, eher den weiblichen Charakter, der ja eben mehr über emotionale Kaufargumente gepackt wird als über rationale Argumente, wie vielleicht bei vielen Männern der Fall. Der Ora Funky Cat ist ein 4,24 Meter langer Kleinwagen. Er hat eine Außenbreite von 1,83 Meter ohne Außenspiegel und eine Höhe von 1,60 Meter, die wir haben. Wir haben einen großen Radstand, kurze Überhänge vorne und hinten. Hinter der elektrisch öffnenden Heckklappe verbirgt er dann einen sehr kleinen Kofferraum mit einer hohen Ladekante und es geht dann auch wieder tief nach unten in den Laderaum hinein. 228 Liter lediglich ist diese Luke hier groß. Das ist natürlich nicht viel. Auch im Kleinwagenbereich sind wir mittlerweile so bei gut 300 Liter Stauraumvolumen. Also fehlen hier so rund 100 Liter Stauraumvolumen. Das sind also mal so eben nochmal eine gute Wasserkiste, die hier einfach fehlt. Und man merkt es auch, der Ora Funky Cat ist jetzt nicht das praktikabelste Fahrzeug, will aber auch nicht sein in dieser Klasse, denn auch die zweigeteilt umlegbare Rücksitzbank bietet jetzt zwar nur eine Erweiterung auf knapp 900 Liter Volumen, aber da ist eine ordentliche Stufe drinnen und auch da ist jetzt nicht die Praktikabilität im Vordergrund. Vielmehr ist der Innenraum im Fokus der Entwickler gewesen, denn wenn man schon bereits in der zweiten Reihe Platz nimmt durch große Türausstiege, dann sitzt es sich im Fond echt richtig gut. Lediglich durch den hohen Boden mit der Batterie sitzt man da ein bisschen mehr angewinkelt. Aber dafür könnte man eben die Beine weiter ausstrecken, was dann wieder den Kniewinkel etwas bessert. Denn man hat viel Kniefreiheit hier, viel Kopffreiheit. Ich mit meinen 1,78 sitze hier hinter meinem imaginären Ich richtig gut. Es gibt sogar Haltegriffe am Dachhimmel und eine Mittelarmlehne sowie einen USB-Anschluss, leider aber keine Vorventilierung oder aber Sonnenschutzrollos, dafür aber eine Sonnenschutzverglasung. Die Kindersitze können hier auf Isofix-Verankerung an den Außenpositionen untergebracht werden. Kindersitze kann man eben durch die großen Türausschnitte sehr gut ins Fahrzeug bekommen. Und es gibt dann auch so Fluppen, die man rauszieht, die klappt man nach unten und schützt damit dieses Kunstleder und kann dann eben mit den Isofix-Bügelhaken da in diese Bügel hineinklinken, ohne eben das Kunstleder zu beschädigen. In der ersten Reihe sitzt es sich dann äußerst bequem auf bequemen Sitzen, die eher so ein bisschen den Lounge- und Komfortcharakter haben. Das sieht man auch optisch sehr fein, alles tierfrei hier im Innenraum. Wir haben also Kunstleder, feine Steppungen, schöne Kontrastziernähte, alles sauber verarbeitet, tolle Materialien. Alles fühlt sich richtig hochwertig an. Da bin ich dann schon sehr beeindruckt hier von der Fertigung und der Leistung, die die Chinesen hier schaffen. Also sauber gefertigtes Fahrzeug und saubere Verarbeitung, tolle Materialien. Erst so unterhalb der oder innerhalb der Türtafeln wird es dann mit harten Kunststoffen etwas robuster. Aber in meinen Augen da, wo man wirklich überall hinfasst und wo man täglich vor allem hinfasst, Türgriffe und so weiter, das ist alles sehr sauber und auch haptisch toll gemacht. Auch das Dashboard hier mit dem roten Bezug, diesem Neoprenbezug, das fühlt sich alles sauber und echt toll an. Der Fahrer blickt dann auf ein großes Zwei-Speichen-Lenkrad. Den Lenkkranz finde ich einen Tick zu groß geraten. Dann haben wir hier Tasten untergebracht für die Bedienung der Audio-Tasten. Auf der linken Seite rechts haben wir dann die Bedienung des Bordcomputers.
Den Tempomaten, den findet man an einem separaten Hebel hier hinter dem Lenkrad, also ein eigener Lenkstockhebel auf der linken unteren Seite. Und der Fahrer blickt dann hier auf zwei 12 Zoll große Displays, die über ein Panel miteinander verbunden sind. Beide Displays hochauflösend. Das Kombi-Instrumenten-Display lässt sich in drei vorkonfigurierten Ansichten einstellen. Eine Fahrassistenz-Ansicht, eine normale Ansicht und eine reduzierte Ansicht. Das mittlere Display ist dann das Media-Display, welches eben mit sehr kleinen Icons etwas umständlich zu bedienen ist. Aber die Menüstruktur ist sehr gut aufgebaut und auch verständlich. Bisschen schade finde ich, dass man die Rekuperationsstufen und die sind lediglich über das Display hier einzustellen. Da würde ich mir eher Schaltwippen wünschen. Das wäre noch angenehm. Wir haben hier auch die Möglichkeit, dann den Eco Pro oder den Eco Plus Modus zu aktivieren für ein besonders energiesparende Fahrweise, und ein One-Pedal-Modus kann man zusätzlich neben den normalen drei Rekuperationsstufen noch einstellen. Damit bleibt das Fahrzeug dann auch bis zum Stillstand oder wird bis zum Stillstand abgebremst bzw. rekuperiert. Fahrmodi gibt es vier Stück. Wir haben die Möglichkeit, hier an der linken Seite links vom Lenkrad die Fahrmodi durchzuschalten. Da gibt es dann auch immer einen jeweiligen Sound. Wir haben einmal den Sportmodus, wir haben den Eco-Modus, wir haben einen automatischen Modus und wir haben den normalen Modus. Wir fahren übrigens in dem normalen Modus, weil der auch immer derjenige ist, der hier ab Start eingestellt ist. Dann bei dem Display kommen wir nochmal zurück. Das Multimedia-Display hat ein Navigationssystem, steht serienmäßig. Leider gibt es aber noch keine aktive Routenplanung mit Ladeplanung hier für den Ora Funky Cat. Lediglich Ladesäulen sind suchbar über eine Online-Funktion. Wenn man dann eine Ladesäule auswählt, interessanterweise, wird einem auch der Akkustand angezeigt, mit dem man dann diese Ladesäule erreicht. Also vorkonfiguriert ist das Ganze schon, jetzt muss es nur noch mal über Software-Updates aufgespielt werden. Was leider auch noch nicht vorhanden ist, das ist sehr schade, finde ich, Apple CarPlay oder Android Auto, beides ist derzeit noch nicht umgesetzt. Dafür lädt das Smartphone hier induktiv auf der Mittelkonsole. Wir haben auch noch zusätzlich zwei USB-Anschlüsse und einen 12-Volt-Anschluss und physische Tasten hier für Klimabedienungen, und zwar die Klimaanlage anzuschalten oder aber die Lüftung an- und ausschalten, sowie Defrosten Front- und Heckscheibe und natürlich den großen Taster für die Warnblinkanlage. Kommen wir zum Fahren, und das wird jetzt eben das Spannende, und das wird mit einem Elektromotor erledigt. Also der Antrieb stellt ein Frontmotor. Wir haben hier eine Elektromaschine mit 126 kW Leistung und maximal 250 Newtonmeter Drehmoment. Das klingt nicht viel, zumal der Ora Funky Cat mit 1655 Kilo jetzt auch nicht gerade ein Leichtgewicht ist, aber eher zu den leichteren Elektrofahrzeugen gehört. Das hat dann natürlich auch dem zu verdanken, dass wir hier eine mittelmäßig große Batterie verbaut haben. Den Ora gibt es übrigens in zwei Akkuvarianten, einmal 48 Kilowattstunden und einmal 63 Kilowattstunden. Wir fahren gerade den 63 Kilowattstunden Akku, den sogenannten Ora 400. Die 400 steht unter anderem nämlich für die Reichweite, und der andere wäre der Ora 300. Also wer weiß, dass er eben möglichst wenig fährt und wirklich selten fährt, der kann zum 300er greifen. Und dann gibt es noch die Ausstattungsvarianten Pro, Pro Plus dazu. Und das sind dann die einzelnen Ausstattungslevel. Da muss man wirklich ganz genau schauen, welchen Ausstattungen man haben möchte, denn die sind vorkonfiguriert. Einzig bei den normalen Modellen kann man noch die Wärmepumpe hinzuordern für 990 Euro. Die sollte man natürlich mitnehmen. Beim Pro Plus hier ist sie bereits inklusive, genauso wie elektrische Sitzverstellung, das Glasdach, das wir hier haben. 18 Zoll Leichtmetallräder haben sie auch alle serienmäßig. Genau. Und jetzt kommen wir aber nochmal zum Fahren zurück. Sind wir ein bisschen abgeschweift heute.
Also die E-Maschine 126 kW, 250 PS Leistung, 8,2 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100. 160 ist die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit hier des Ora Funky Cat. Das glaube ich ihm auch alles. Der hat auch genügend Punch, um hier wirklich nach vorne zu gehen. Die Vorderräder werden angetrieben, was natürlich ein kleines Problem darstellt, denn Vorderradantrieb, gerade bei Nässe, bedeutet oftmals auch Traktionsverlust. Aber dadurch, dass man den Elektromotor sehr fein dosieren kann über das Fahrpedal, ist es natürlich eine eher geringeres Problem. Das sind dann eher für etwas Grobmotoriker, die dann wirklich einfach nur Pedal to the Metal machen. Da wird es dann natürlich, die kommen eher in die Traktionsprobleme rein. Der normale Kunde wird hier ganz normal seine Reifen schonen können und wissen können, wie er eben die Leistung optimal hier auf die Straße bringt. Das Fahrverhalten selbst ist angenehm, ist wirklich gut. Wir haben einen sehr guten Federungskomfort. Das Fahrzeug weiß genau, wie man so im Alltag eben zurechtkommt. Es hat nie die unnötige Härte eines sportlich orientierten Fahrzeugs, aber ist jetzt auch nicht so komfortabel, dass es hier am Nachschwingen ist, sondern ein sehr, sehr gut austariertes Fahrwerk hat der Ora Funky Cat hier an Bord. Die Lenkung ist eher leichtgängig, bietet aber genügend Rückmeldung von der Straße und Präzision. Gefällt auch wirklich gut, genauso wie die Bremse. Das Bremsgefühl hier ist sehr authentisch, ist wirklich auch schön. Auch die Innenraumakustik ist gut gelungen hier den Entwicklern von Great Wall Motor, wozu Ora ja gehört, zwar ist der Mutterkonzern. Also Great Wall Motor ist der Mutterkonzern von Ora. Und man fühlt sich hier stets optimal motorisiert und kommt wirklich sehr gut voran. Überholmanöver sind schnell absolviert. Auf der Autobahn hat man schnell Reisegeschwindigkeit 130, 140 erreicht. Und auch das Innenraumniveau, was die Geräusche angeht, bleibt sehr gering. Also hier hat man auch eine gute Geräuschdämmung gemacht, ohne dass man jetzt hier noch eine Akustikverglasung drinnen hat. Also wenn man dann hier nochmal was erweitern möchte, könnte man dies auf alle Fälle so tun. Erweitern braucht man aber nicht die Assistenzsysteme. Hier ist alles an Bord, was man derzeit so kennt. Aktive Spurhaltung, automatische Abstandsregulierung, Notbremsfunktion, Einparkassistent, 360-Grad-Kamera haben wir sogar hier an Bord, die auch fein aufgelöst ist. Also hier kommt der Ora auch mit den modernsten Sicherheitssystemen an Bord. Hier zusätzlich übrigens den Euro NCAP hat er mit 5 Sternen absolviert, auch eine sehr hohen Punktzahl, also ein sehr, sehr sicheres Fahrzeug. Also auch hier die Chinesen gut verarbeitet, fahren sich ordentlich und sind auch noch sehr sicher. Also jetzt wird es schon durchaus eng. Jetzt kommen wir eher zum Fazit und da klären wir die Frage, was kostet eigentlich der Ora Funky Cat und vor allem, was hat er verbraucht und wie weit würden wir mit unserem 63 Kilowattstunden fassenden Antriebsakku überhaupt kommen im Ora Funky Cat. Also bleibt dran. Ora liebt dich. So war der oder so ist der Claim, den die Marke Ora aktuell hat. Und die Frage ist, wie viel Liebe steckt denn eigentlich im Ora Funky Cat? Meine Liebe zu dem Fahrzeug ist durchaus vorhanden. Also er fährt sich wirklich richtig gut, tolles Fahrwerk, gute Platzverhältnisse im Fond vor allem. Kofferraum ein bisschen zu klein, Ladeperformance, das ist natürlich ein großes Thema hier in Europa. Ich persönlich sehe das gar nicht mal so dramatisch, denn er kann 11 kW an der Wallbox ziehen. Die meisten werden den Wagen eben auch eher tatsächlich im Alltag Pendlerverkehr einsetzen und weniger auf der Langstrecke. Und da reicht es dann, dass eben die Schnellladeperformance nicht so gut ist. Klar, die dürfte deutlich besser sein, vor allem bei dem aufgerufenen Preis. Dazu komme ich gleich. Bei den Mankos, die das Fahrzeug hat, da gibt es immer noch Feinschliff an der Software. Viel Bing, Bing, Bling, Blong. Das ist aber typisch asiatisch, muss man dann oftmals deaktivieren. Finde ich nicht gut, weil Systeme, die ich deaktiviere, weil sie mich nerven, sind dann auch eher sinnbefreit.
der Ora Funky Cat aber an und für sich. Toll verarbeitet, tolle Materialien, alles fühlt sich hochwertig an und sieht auch hochwertig aus. In der Top-Ausstattungslinie, so wie er dasteht, würde ich ihn wahrscheinlich sogar nehmen. Es gibt zwei Akkuvarianten, den 300er, also der 300 Kilometer Reichweite schaffen soll. Der hat einen 48 Kilowattstunden fassenden Antriebsakku. Den finde ich tatsächlich ein bisschen zu klein in meinen Augen. Ich würde wohl auch wirklich immer die große Batterie nehmen, die hier drinnen ist, die 63 Kilowattstunden fassende Batterie, die netto 59 Kilowattstunden zur Verfügung stellt. Und wie wir gesehen haben, auf unserer Verbrauchsrunde ist der Wert von 400 Kilometern durchaus realistisch, denn wir haben es geschafft, mit einem Verbrauch von 13,7 Kilowattstunden hier ermittelt über unsere Verbrauchsrunde auszukommen. Das ist ein sehr guter Wert, wie ich finde. Und damit haben wir dann eine potenzielle Reichweite von gut 430 Kilometern. Also schaffen wir sogar die WLTP-Angaben zu überbieten. Die kann man auch überbieten, wenn man den Wagen eher im Kurzstreckenbetrieb einsetzt, was er wahrscheinlich häufig wird. Und das war sehr beeindruckend. Da konnte ich den Wagen ungefähr mit knapp über 12 Kilowattstunden fahren. Also richtig effizient. Hätte ich auch nicht erwartet. Und der LFP-Akku, der ja da unten drinnen ist, der Lithium-Eisenphosphat-Akku, der ist ja sogar langlebiger als noch die ganz normalen Lithium-Batterien. Das heißt also, das ist auch ein guter Schritt. Mir persönlich gefällt er wirklich gut. Ich liebe Ora jetzt nicht direkt, aber ich habe ein Herz für den Ora auf alle Fälle und ich gebe ihn auch echt ungern jetzt wieder her, wenn er dann die nächsten ein, zwei Tage abgeholt wird. Beim Preis, da kommen wir jetzt nochmal dazu, 38.990 Euro ist der Einstiegspreis für den 300er Variante. Der 400 Pro Plus, so wie er hier steht in der Top-Ausstattung, der liegt dann bei knapp über 48.000 Euro. Ja, da muss man schon wirklich schlucken. Da schlucke ich auch persönlich. Gerade für einen Kleinwagen ist das echt verdammt viel Geld. Und muss man auch sagen, da kämpft er dann auch gegen deutlich variablere Fahrzeuge, wie etwa einen Kia Niro EV, der hier auch schon vor der Kamera stand, unter anderem. Oder aber auch natürlich gegen die Modelle Cupra Born, VW ID.3 etwa. Da gibt es dann also genügend Mitbewerber in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis. Also da muss man schon ein bisschen Liebe für den Ora haben, um dann eben auch dieses Mehrgeld für den Ora auch noch ausgeben zu wollen und sicherlich auch zu können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr könnt mir demnächst auch wieder weiter folgen, wenn ihr dem Kanal ein Abo geschenkt habt und wenn ihr natürlich auch den Daumen nach oben gegeben habt. Aber jetzt bin ich auch sehr gespannt auf eure Meinung zum Ora Funky Cat. Lasst sie mir unten in der Kommentarbox da. Lasst uns jetzt gerne diskutieren. Ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, euer Ubi.